Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Friedrich. Ich hab mir gedacht, wir packen heute die Facecam endlich mal wieder aus. Also wenn es geklappt hat, dann seht ihr mich jetzt hier mit Facecam und sogar mit Brille heute mal. Ich möchte natürlich auch was sehen auf dem Display. Ich brauche sie nicht immer, aber ich dachte mir so, komm, passt vielleicht ganz gut. Und diese Mütze, die ihr jetzt gerade seht, habe ich auch zugeschickt bekommen. Also sehr cool, neue Truppe heute auf jeden Fall, der Fuchs. Und wir haben auf jeden Fall einiges vor heute. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Facecam ist immer bei mir so ein bisschen problematisch. Mache ich mittlerweile gar nicht mehr so gerne mittlerweile. Weiß ich nicht. Ist halt so eine Sache, keine Ahnung. Ich will auch eigentlich nicht erkannt werden auf der Straße. Deswegen werde ich das, ja, verzichte ich meistens da drauf. Aber ist egal. Wir wollen heute nochmal auf jeden Fall Facecam machen. Ja, es hatten sich ja viele gewünscht. Und ich dachte mir aber, wenn wir eine Facecam machen, dann machen wir auch Spezial-Facecam. Ich habe mir das Ding hier hinten gekauft. So ein bisschen als, ja, so ein bisschen um die Audioqualität zu verbessern. Habe meine Spiegelreflex jetzt mal angeschlossen. Als Webcam und eine Softbox installiert noch hier drüber. Und ich würde sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall ready. So, wir müssen das mal eben gucken. Was haben wir heute vor? Ich wurde angegriffen, allerdings, ey, die Base ist gar nicht mal schlecht. Gegen den Juan von SMC hat sie ganz gut gehalten. Hier gerade eben so 55% geholt. Also klar, den Stern holen die meisten. Vor allem natürlich, man sieht das jetzt hier, 6 Heilerinnen, er hat Queenwalk gemacht. Ist okay, da holen die einiges. Aber ich hole auch relativ viel Dunkles, nämlich mit dieser Taktik. 14 bis 16 Ballons plus die Babys hier dabei. Clan-Truppen habe ich leider nicht genug. Moment, wir müssen mal eben ganz schnell fordern. Nein, ich kann nicht fordern. Ich kann nicht fordern, wir haben nur 3 Clan-Truppen. Ist egal, wir müssen jetzt mal eben ganz kurz umbauen. Ich muss echt überlegen, dass ich jetzt heute mal eben noch die Kurve kriege. So, die müssen wir mal eben bauen. Wir werden einen davon wegnehmen. Dann haben wir zwar nur 13 Stück, das ist aber egal. So, wir bauen schon mal wieder welche nach. Dann habe ich noch Zauber. Wir brauchen einen Erdbeben. Das ist auch okay. Zauber haben wir in der Hinterhand. Wir haben die Helden. Ach, bitte spendet mir doch was. Ist das denn so schwer? Gebt mir mal ein paar Truppen. So, die machen wir mal eben fertig hier. So, und mein Profil sieht so geil aus jetzt. 2 Milliarden Gold und 2 Milliarden Elixier, weil irgendwer meinte, das Gem nimmt bei dir mittlerweile Überhand. Hallo? 2 Milliarden! Und, ja, hier, wo war das denn nochmal? Heldenhaft gehamstert. 10 Millionen Dunkles. Da sind wir auf dem Weg Richtung 11 Millionen, das ist auch ganz cool. Und ich würde sagen, wir suchen uns auf jeden Fall mal einen Gegner raus. Ich hoffe mal, wir kriegen 2 Angriffe hin heute. Das wäre natürlich sehr, sehr Bombe. Ich bin natürlich auf der Suche nach Dunklem. Ich habe gestern echt mal ein bisschen wieder richtig, richtig gefarmt und diese Taktik ist wirklich gut. Ich glaube, von Clash with Ash ist die, das hatte mir der Iron Man gesagt, dass er die Taktik auch benutzt und da habe ich mir gedacht, komm, dann nehmen wir die Taktik doch auch mal. Jetzt müssen wir nur mal eben schauen. Ich nehme meistens so ab. Nein, ich habe keinen König. Alter, ich habe keinen König. Willst du mich verarschen? Ist wahrscheinlich für einige jetzt richtig ungewohnt, mich jetzt mit Brille zu sehen. Ist für mich eigentlich auch ungewohnt, weil ich die nicht so oft aufhabe, aber ich dachte mir, heute ist mal ein guter Zeitpunkt. Ja, geil. Der König ist nicht fertig, weil der Typ ja eben angegriffen hat. Von wo hat er denn angegriffen? Wir können das ja mal eben gucken. Ja, wird er wohl dann von rechts unten angegriffen haben? Ah ne, die meisten nehmen tatsächlich den Weg und gehen dann, okay. Ja, das Dunkle ist halt sehr, sehr, du kannst nicht alle schützen, das ist halt das Problem. Und ich hatte nur, ich hatte nur 2 Ballons in der Clanburg. Ist natürlich dann auch nicht so ganz schnieke, wenn du echt nur 2 Ballons in der Clanburg hast. Das ist echt ein bisschen scheiße. Das ist wirklich ein bisschen scheiße. Na gut. Was mich ärgert, ist, dass er sich das Dunkle geholt hat. Weil das, wegen des Wardens. Okay, war Glück. War Glück von ihm, dass er den gekriegt hat, dass er das Dunkle noch sich geholt hat. Was ärgerlich. Lol, ein Titan 3 Spieler war das. Na gut. Ich würde sagen, ja, komm, ich muss ihn jetzt fertig machen, ey. Ich hab auch nicht ewig, das ist immer so das Problem. Die Leute sagen dann so, ja, dann jammst du wieder. Aber ich hab auch wirklich nicht, du hast doch nicht ewig Zeit, immer aufzunehmen, das ist das Problem. Ich hab ja auch noch einen Job. Von daher, das ist übrigens dann auch ein Problem, ne, wenn du dich gleichzeitig zeigst, hast gleichzeitig noch eine Arbeit, dann, ja. Ist das bei mir auch nicht so ganz so gut. Deswegen, das ist auch was viele Leute dann einfach nicht verstehen, aber ich denke mal so ab und an mal Facecam können wir ja ruhig mal machen, das ist ja kein Problem. Und wenn ich jetzt so coole Mütze habe, das ist schon geil, ich liebe diese Mütze. War richtig cool. Richtig cool, dass ich die zugeschickt bekommen habe. Ist kein Product Placement. Das hat mich gestern so aufgeregt bei der Rollercoaster-Folge. Dann schrieben wir so Klugscheiße, das ist Product Placement. Nein, war es natürlich nicht. Wenn ich Product Placement mache, dann schreibe ich das natürlich auch da rein. Das musst du da reinschreiben. Du musst, wenn du Product Placement machst, musst du es da reinschreiben. Musst du es in die Folge reinschreiben. Sonst kriegst du Ärger. Das heißt, wenn das nicht da drin steht, dann, Leute, war es auch kein Product Placement. Das ist so eine ganz einfache Kiste. Jetzt versuchen wir mal da mal eben schnell reinzukommen. Lol, die sind down. Nee, Mist. Okay. Kein Problem. Ich versuche natürlich, mir jetzt die Adler-Dev zu schnappen. Das ist so das Minimum-Ziel, was wir jetzt hier haben. Komm, geh rein.
Müssen wir schaffen. Müssen wir schaffen. Komm, komm, Königin, hol dir die Adlerdev. Das wäre gut. Ja, sie kümmert sich erst um den Magierturm, jetzt kümmert sich noch um den Tesla und jetzt hoffentlich gleich um die... Nein, ach, die geht immer falsch, die Alte. Die geht immer, geht die nicht dahin, wo sie hin soll. Jetzt geht sie noch dahin. Ja, geil. Oh, als wenn die mal einmal richtig laufen würde, ohne Witz. Wenn die nur ein einziges Mal richtig laufen würde, dann hätte ich keine Probleme mehr. So, wo sind denn die Feger? Die Luftfeger sind ein großes Problem. Die sind nämlich... Okay, die gehen nach da und nach da. Bedeutet, oh, ich habe nur 3 Ballons. Ey, das wird nie im Leben funktionieren jetzt. Das wird nie im Leben wird das jetzt funktionieren. Nie im Leben. Niemals wird das jetzt so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Niemals. Aber vielleicht ja doch. Aber vielleicht ja doch. So, jetzt müssen wir da schon mal entfrieseln. Und dann kann ich mir das gleich sogar noch aufsparen eigentlich. Ich will ja das Dunkle haben. Ich möchte noch im Grunde natürlich den Bonus will ich auch mitnehmen. Ja klar, die 50% hole ich mir hier immer. Mit dieser Taktik holte die 50% immer. Ja, zum Glück nichts in der Klamburg drin. Die Königin ist jetzt kaputt. Das Rathaus werden wir uns jetzt gleich auch hoffentlich noch. Ja, weiß nicht, ob wir das Rathaus überhaupt noch kriegen. Das ist echt scheiße, Mann. Dass das wenn nicht so funktioniert hat, wie ich mir das erhofft hatte. Weil einfach die Königin sich die Adlerdev nicht geschnappt hat. Das war ein bisschen blöd. Ansonsten muss ich mir zumindest eine Luftabwehr snaggeln. Mit den Helden. Das ist so das Minimumziel, aber ist egal. Jetzt ist die Königin nur gleich am Sleepen. Das ist auch ein Problem. Nehmen Sie sich da noch ein bisschen was mit. Da oben ist auch noch einer unterwegs. Boah, das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Ja, der Turm ist noch da und 64%. Wir nehmen uns jetzt zumindest noch ein bisschen Bonus mit, aber es reicht nicht. Oh, 121.000. Wenig. Zuletzt, hab ich mal klar. Wir kriegen 211.000 Bonus dabei. Das ist richtig cool. Also vom Bonus her läuft das auf jeden Fall. Jetzt kann ich wieder nicht... Jetzt kann ich wieder nicht anfordern. Die Zauber sind... Okay, die Zauber sind fertig. Müssen wir mal im Schub reinknallen. Das ist okay. Wir müssen jetzt die Helden tatsächlich mal eben boosten. Das ist sonst auch... Ist eigentlich kein Problem. Der ist noch geboostet. Die Königin müssen wir jetzt mal eben boosten. Ja klar, das ist immer so halt. Muss manchmal ein bisschen... Weil man muss so ein bisschen boosten, sonst geht das nicht. Aber ich habe auch nur 8 Stunden Schild. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal angreife, gehen 4 Stunden weg. Dann habe ich noch 4 Stunden Schild. Ist okay. Also Farm hier oben läuft eigentlich. Weihnachtsbaum ist jetzt hier nicht mal einer gespawnt. Das finde ich sehr gut. Der hier ist ja auch so ein bisschen, der ragt so ein bisschen rein. Der Kürbis ist auch scheiße, der muss eigentlich weg. Der Kürbis muss weg. Dieser Baum muss weg. Der Baum müsste eigentlich auch weg. Und dieser hier auch. Ja, und dieser hier auch. Ja, der ist eh hässlich. Und der müsste eigentlich auch weg. Also wir haben echt einige Weihnachtsbäume. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Soll ich die wegmachen oder soll ich die nicht wegmachen? Das ist wirklich so eine Sache aktuell. Ich weiß es nicht. Und übrigens noch was vergessen. Es ist ja Drachenereignis. In 20 Stunden. Und deswegen habe ich eine Klarnachricht geschrieben. Morgen Abend Luft-CW. Wer mitmachen will, stellt sich auf grünen Helden. Keine Pflicht, wären aber gut. Wir wollen nämlich dann mit den Drachen oder beziehungsweise generell mit Lufttruppen mal so einen kleinen, feinen Clankrieg machen. Da freue ich mich schon drauf. Und ich habe jetzt hier nicht ansatzweise genug Truppen. Warte mal, 3 Stück, 8 Stück. Das muss eigentlich jetzt reichen. So. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Du musst ja halt immer aufpassen. Diese Taktik kostet so viel Elixier. Zauber habe ich zum Glück jetzt alle noch. Das ist okay. In der Schatzkammer habe ich auch noch ein bisschen was zur Reserve. Das ist auch okay. Falls mir das ausgeht, habe ich noch 320.000 an Elixier. Und ansonsten würde ich sagen, wir müssen mal eben ganz kurz einen Cut machen. Ich muss warten, bis die Sachen fertig sind. Das bringt gerade nichts. Also, ich kann jetzt gerade eh nichts machen. Von daher, kurzer Cut und bis gleich. Okay, das ist der allererste, den ich jetzt gesucht habe. Und ich würde echt, also den kann man wirklich gut mitnehmen. Der Warden schläft. Er wird hundertprozentig was in der Clanburg haben. Das ist aber egal. Wo sind denn die Luftfeger? Die Luftfeger zeigen in die und in die Richtung. Das bedeutet, ich würde ganz gerne von hier unten vorgehen. Wir können... die Luftabwehr aus, die ist so weit außen, das ist okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir ruhig diese Luftabwehr hier mit. So. Wir nehmen ruhig diese Luftabwehr... Oh, bitte. Okay, ich hab immer ein bisschen was in der Klamburg. Das ist okay. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen schlauer vorgehen. Wir gehen nämlich von hier jetzt vor. Und gucken einfach mal, ich muss die Luftabwehr unbedingt holen. Also es nützt alles nichts. Ich muss mir die unbedingt snaggeln. Ich brauche diese Luftabwehr da an der Seite. Komm. König soll jetzt müsste sich um die Königin kümmern. Nein, komm, schnell. Sehr gut. Wir holen uns jetzt mal eben ganz schnell noch. Nein, ich habe die ein bisschen versetzt. Ist aber egal, ich habe sie ein bisschen versetzt. Ist aber, komm. Ihr müsst alle sterben in der Klamburg. Ihr müsst alle sterben. Ich habe keine Lust, mich da gleich drum zu kümmern. Die Königin wird jetzt gleich sehr schnell down gehen. Ja, die Königin ist down, ist aber egal. Ah, 2 Stück leben noch. So. Und jetzt würde ich mal sagen, ab dafür. Klar, die Adler, der wird jetzt wieder abgehen. Aber das ist mir egal. So, mal gucken. Ja,
Einen hin. Brauche ich noch nicht. Brauche ich immer noch nicht. Ist okay. Können wir immer noch. Können wir das noch ein bisschen aufsparen gleich? Gleich, wenn der Freeze aufhört. Jetzt. Nein, der hält die da unten nur. Ernsthaft. Der hat echt nur die da unten gehalten. Ist aber egal. Die kommen trotzdem durch bis zum Dunklen. Hoffentlich. Kommt ihr bitte durch zum Dunklen. Schnappt euch bitte das dunkle Elixier. Das ist das, was ich möchte. Ja, die holen sich jetzt das Dunkle. Komm, holt euch das Dunkle. Hol dir das Dunkle. Sehr gut. Sehr gut. Das Dunkle haben wir jetzt gleich zumindest schon mal einen großen Teil davon. Ja, 700 ist noch übrig. Wir kriegen aber den Bonus auch noch. Und ich vermute fast, wir kriegen sehr viel Bonus. Denn wir haben ja jetzt schon wieder 61% geholt. Das ist echt gut. Die Taktik ist ganz gut. Wir geben ja kaum was aus an... Normalerweise ist ein Lava-Hund natürlich mega Premium in der Klamburg. Den habe ich jetzt nur leider nicht. Wir haben jetzt 65%. Holen uns das an der Seite auch noch. Wir haben ja noch 2 Stück übrig. Das ist so geil. Wir haben noch 2 Stück übrig. 66% schaffen wir nicht mehr. Oh, schaffen wir doch noch. Wir kriegen noch einen Prozentpunkt. Jeder Prozentpunkt zählt. Ohne Witz, Leute. Jeder Prozentpunkt zählt. Ja, sauber. 67%. Läuft auf jeden Fall. 3000 ist okay. Ja, plus nochmal 1000 dabei. Und so sammelt sich das ein bisschen anders dunkle. 125.000. Jetzt haben wir nochmal einen Ballon gekriegt. Ja, da hätte ich halt reagieren müssen, ne? Wenn du merkst, du kriegst einen Ballon gespendet, ist es halt immer besser, du holst dir dann noch einen... Warte mal, wie viel haben wir jetzt hier? Wenn du einen Ballon kriegst, ist es immer besser, du machst dir selber einen Lava-Hund. Das ist eigentlich jetzt... Warte mal, das ist dumm, wenn ich das jetzt sage und es nicht mache. Wir nehmen das jetzt mal so mit. Lava-Hund ist okay. Wir nehmen da eben noch 2 Blitze mit. So. Jetzt müssen wir tatsächlich an die Reserve gehen. Ja, ist okay. Jetzt haben wir 126.000 Dunkles. Jetzt haben wir 300.000 an Elixier. Das reicht erstmal aus. So, 2 Blitze. 2 davon. Okay, das reicht. Können wir direkt nochmal Zauber hinterher bauen. Und da würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt die neue Truppe, den Fuchs. Mochtet ihr, wenn ihr nochmal Facecam sehen wollt, könnt ihr es mal gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns später vielleicht nochmal. Ich weiß nicht, ob Castle Crush heute nochmal kommt. Ich vermute eher morgen. Da gibt's eine neue Karte, oder die soll kommen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die jetzt heute vorstelle oder morgen, weil 2 Videos am Tag reichen im Grunde ja auch aus. Und dann, ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis später. Tschüss.